Hallo zusammen und herzlich willkommen zur fünften Folge von Mysterious Stories. Erinnert ihr euch noch an die letzte Geschichte mit dem Mädchen und dem Fernlicht? Falls nicht, erkläre ich euch kurz, worum es ging. Ein Mädchen fuhr von einer Party mit dem Auto nach Hause und nahm eine Abkürzung durch den Wald. Sie hatte sowieso schon Angst, und als ein Flock auf der Straße war und sie ihn wegräumen musste, um weiterzufahren, stieg ihre Angst noch mehr. Ein Autofahrer aus etwas weiterer Entfernung machte die Situation nur noch schlimmer. Dieser wollte dem Mädchen dabei nur sagen, dass er einen Mann auf der Rückbank sah. Das Mädchen schaute nach und sah einen Strich. Ich hatte euch dabei gefragt, ist diese Geschichte wahr? Konnte der Junge wirklich einen Mann auf der Rückbank sehen, der einen Strick hinterließ? Oder ist diese Geschichte eine reine Lüge? Ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit, um auf das Bild zu klicken, damit ihr noch einmal zur letzten Folge gelangt. Bis auf eine Person sagte jeder, dass diese Geschichte falsch sei. Es ist egal, welchen Grund die Person hatte, zu glauben, dass diese Geschichte wahr sei. Denn sie ist es nicht. Sie wurde frei erfunden. Nun geht's weiter mit der 5. Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß. Dämonen aus Angst gemacht. Die tiefsten Abgründe der Angst waren die, in die du hineinfällst und aus denen du nicht mehr herauskommst. Die tiefsten, unabscheulichsten Abgründe meiner Angst war das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich litt seit eh und je mit der ständigen und immerzu wachsenden Panik, verfolgt zu werden, dass mich zwei Fremde kalte Augen musterte, mich abschätzen, beobachtete und mir auf Schritt und Tritt folgen. Ich lebte mit dieser Angst, doch an jedem Abend war es besonders schlimm. Es war kurz nach 1 Uhr, als die Straßen leer und der Himmel in tiefes Schwarz getaucht war. Ich hatte nie vor, alleine nach Hause zu gehen. Aber Lena hatte ich nicht mehr von dem Schoß ihres Freundes heruntergebracht. Also verließ ich den Club alleine und wanderte mit pochendem Herzen alleine durch die dunklen Gassen. Bei jedem noch so kleinem Geräusch zuckte ich erschrocken zusammen und das Herz rutschte mir tiefer als nur in die Hose. Es schlug mir zu schnell gegen die Rippen, so dass unregelmäßige Klopfen laut in meinen Ohren widerhallte. Als ich mir einbildete, Schritte zu hören, langsame, schwere, fast schlurfende Schritte, blieb ich wie angewurzelt stehen und spürte, wie mein ganzer Körper von einem Zittern erfasst wurde, das sich in jedes meiner Glieder schlich. Ich weiß, ich hätte rennen sollen, aber ich tat es nicht. Ich konnte einfach nicht. Erst als ich das Blut schmeckte, bemerkte ich, wie fest ich mir auf die Lippen gebissen hatte, um nicht laut zu schreien, und ballte meine behandschuhten Hände in meinen Hosentaschen zu Fäusten. Ich wusste, dass er hinter mir stand. Ich bildete mir ein, ihn atmen zu hören und fühlte, wie er mich anstarrte. Ich zitterte und zitterte, während ich langsam meine Lippen öffneten, jedoch keinen einzigen Ton herausbrachte. Als sich Tränen in meinen Augen zu sammeln begannen, vernahm ich das heisere Lachen eines Dämons, der sich aus den Tiefen meines Unterbewusstseins an die Oberfläche geschlichen hatte und mir jetzt gegenüberstand,
oder zumindest hinter mir. Angst wird Realität, kleine Jessica, flüsterte er mir ins Ohr, sodass ich seinen Atem auf meiner Haut spüren konnte. Deine Angst, die du so lange Zeit unterdrücken konntest. Die Tränen liefen mir über die erhitzten Wangen, während ich die eiskalten Berührungen auf meinem Rücken spürte, wie sie langsam zu meinem Hals hinaufwanderten und sich die langen und rauen Finger um meine Kehle legten. Ganz langsam. Es hat einen Grund, weshalb wir uns vor etwas fürchten. Die Botschaft, die unsere Angst damit schickt, sollte man lieber verstehen lernen, bevor sie Wirklichkeit werden. Eure tiefsten Urängste. Hatte das Mädchen namens Jessica wirklich die große Angst gehabt, dass sie verfolgt wird? Und stimmte es, dass hinter ihr wirklich jemand war, der ihr Angst machte und sie ihre Dämonenseite hinter ihr hatte? Viel wichtiger ist diese Geschichte wahr oder bloß erfunden? Dies finden wir nächste Woche heraus. Bis dahin sage ich Tschüss.